Ja, also ursprünglich war das ein Bauernhaus. Meine Eltern haben 1961 begonnen mit einer Gaststube und dann ist das so gewachsen. Wir haben das dann 1993 übernommen und haben das eigentlich dann so weitergeführt, wie es meine Schwiegereltern gemacht haben. Und haben 2001 uns entschlossen, da noch zusätzlich jetzt was dran zu bauen, und zwar diese Tiroler Alm, die es jetzt gibt. Das ist ein 260 Jahre altes Tiroler Bauernhaus in der Nähe von Würgl gestanden und haben wir da wieder aufgebaut. Heute ist er eigentlich so, also aus einem normalen Ausflugsgasthaus, das meine Schwiegereltern wirklich sehr gut geführt haben, ist jetzt ein traditionsreicher Betrieb geworden, der nicht nur für Ausflugsgäste interessant ist und bekannt ist, sondern wirklich, ich sage oberösterreichweit, beziehungsweise vielleicht auch österreichweit, bekannt ist für Hochzeiten. Wir haben mittlerweile 70 Hochzeiten pro Jahr und da haben wir uns schon einen guten Namen gemacht. Ja, genau, der Seniorchef, der war auch schon sehr modern in dieser Zeit, weil ich weiß nicht, in meiner Lehrzeit haben wir schon 4 verschiedene Weißweine gehabt. Das war vor 30 Jahren schon richtig was, gell? Da waren wir schon super. Aber natürlich, wie dann der Juniorchef übernommen hat, hat sich schon einiges geändert. Das ist einfach eine modernere Schiene reingekommen. Aber das allmässige Alm, das hat sich immer erhalten. Das Herzliche und so weiter. Was wir auch immer wieder hören, ist einfach, beim Frühstück, die Dame, die war schon so nett und so zuvorkommend, da fängt der Tag schon gut an. Oder das Gleiche eben, wenn die Gäste dann auf der Terrasse sitzen und die Mitarbeiter halt einfach immer freundlich sind und ein Smiley aufgesetzt haben. Es ist einfach uns auch wichtig, dass die Mitarbeiter Spaß an der Arbeit haben. Mich hat das Lokal als Gast eigentlich überzeugt, wo ich gesagt habe, ich weiß, wie gut das da rum Essen ist, ich weiß, wie es Personal ist, ich habe die Kölner einfach als Gast mit und habe mir gedacht, das passt auch als Dienststelle, als Arbeitsstelle. Wir haben uns nur weiterentwickeln können in unserem Betrieb durch unsere Mitarbeiter, weil die sind ja die an vorderster Front arbeiten. Ob das in der Küche ist, ob das im Service ist, da gibt es viele Verbesserungsvorschläge und Arbeitsabläufe, die optimiert wurden aufgrund dessen, weil die Mitarbeiter das vorgeschlagen haben. Wenn du mal kommst mit irgendeiner Idee oder irgendwelchen Neuigkeiten, dann hoch dir dazu. Da sagt er nicht nein, er sagt eigentlich gar nichts. Aber lass dir das durch den Kopf gehen und dann sagt er, hörst du, ja. Es ist also schlecht. Also was, das ist auch nicht selbstverständlich. Weil es gibt Betriebe, ja, da machen wir das schon 25 Jahre so und es bleibt so und fertig, da fahrt die Eisenbahn drüber. Und das ist auch das, was die Mitarbeiter wirklich schätzen. Also wenn sie sehen, ich habe eine Idee gehabt und das wird gleich umgesetzt. Und da sind wir auch sehr schnell. Also wir versuchen auch immer, wann was kommt, dass man das rasch bespricht und auch umsetzen kann. Für mich ist wichtig, dass man einer immer alles gerade sagt. Ja, ich bin auch so ein Typ, was ich mir denke, das sage ich. Manchmal ist das hart, aber es ist so. Und dasselbe erwarte ich auch vom Chef. Wichtig ist auch, wenn wir jetzt auf das kommen, wenn es was passt, also nicht immer nur sagen, es passt nicht, das passt nicht, was eigentlich eh ganz selten ist. Aber es ist auch leiwand, wenn du denjenigen sagst, was ich auch meine Kollegen sage, erst, ja, heute war es leiwand, weißt, dann tut das eben auch gut, glaube ich. Ja? So und so man sieht. Dann siehst du es, ja, der lächelt ein bisschen. Siehst, es ist wurscht, es hat dich nichts gekostet, es ist nichts schwer. So erst halt das Tanz hat, leiwand. Also es macht es einmal besonders, dass einfach viele liebe Leute unterwegs sind in dem ganzen Betrieb. Und natürlich muss man auch sagen, der Standort ist natürlich schon ein Glück da herum. Also an der Region schätze ich, dass wir wirklich total in der Natur sind, aber nur 15 Minuten von Linz entfernt. Und ich höre das von Gästen oftmals, die sagen, da fährst raus aus der Stadt und dann fährst immer bergauf, bergauf, bergauf und auf einmal bist du halt da an diesem Platz. Wenn du da aufkommst und du kriegst den Sonnenaufgang mit, also mit den Bergen im Hintergrund, es ist einfach ein Traum. Andere machen da Urlaub, ich darf da arbeiten, ich darf es jeden Tag sehen. Ich glaube, was Schönes kann man sich fast nicht vorstellen.